Juche, es geht auf hier auf den Berg, und zwar für die Teilnehmer der Amstettner Stadtskimeisterschaft. Austragungsort ist die bewährte Forsteralm. Erstens war die Teilnehmerzahl schon gewaltig, wenn wir 90 Starterinnen haben. Aber auch das sportliche Niveau, vor allem von den Jüngsten. Also es ist eine Top-Leistung, schönes Wetter, tolle Organisation durch Robert Meierhof und sein Team. Ja, das macht immer wieder Spaß, das zu organisieren. Es war, der Wettergott war uns gnädig. Am Donnerstag hat er zwar Schneefall angesagt, es ist Regen geworden, dafür ist es heute kalt geworden und da hatten wir eine perfekte Piste. Also besser als wie heute ist fast nicht möglich. Wie schon gesagt, in Ohre waren sie froh gewesen, wenn sie eine Piste gehabt hätten. Mit im Stadtskimeisterschaftskader die Schüler des Osterreicher Gymnasiums. Sie haben sich für die unverbindliche Übung Skirennlauf eingeschrieben. Und das heißt 10 Wochen Grundlagentraining in der Halle, Trainingscamps auf der Piste in Kooperation mit dem ESV Umdasch-Amstetten und die Teilnahme an Skirennen, unter anderem auch der Amstettner Stadtskimeisterschaft. Ich schaue deinen jungen Läufern gerne zu. Vor allem vom Bundesgymnasium Amstetten haben wir viele Läufer hier. Und ich schaue eigentlich gern zu, wie sich die Entwicklung im Skisport in unserem Bereich gibt. Das sind meine Schülerinnen, die da jetzt mitfahren. Darum bin ich heute dabei, als bin ich einer Trainer. Und sie haben sich ja qualifiziert für die Bundesmeisterschaft. Sie waren Landesmeister und bin recht zufrieden heute, wie sie wieder gefahren sind. Tolle Sache. Ein erfolgreiches Team. Denn auch dieses Jahr hat die Renngruppe die Nase vorne. Angeführt von der amtierenden Amstettner Stadtskimeisterin Tanja Leichtfried. Auch dieses Jahr hat es wieder geklappt und der Titel ist auch 2019 fix. Das hat eigentlich bei mir voll hingehört mit den Kanten. Ich bin gut zurechtgekommen. Das ist ein schöner Untergrund, gut zum Fahren gegangen. Ja. Das Training trägt also Früchte. Geheimrezept gibt es gar kein spezielles. Ganz, ganz wichtig ist unsere Zusammenarbeit mit dem ESV Amstetten. Und ganz, ganz toll natürlich der Meierhofer Robert, der ja schon seinen Sohn trainiert hat und da immer dabei ist und uns voll unterstützt. Und das ist eigentlich unser Geheimrezept. Ja, ich stehe relativ viel auf die Ski. Wir fahren mit der Schule oft trainieren, immer am Freitag eben ESV mit. Ja, und mein Papa ist auch ein guter Trainer und von dem habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Talent mitgekriegt. Ebenfalls den Titel verteidigt hat Florian Riesenhuber. Ja, es war schon sehr eisig. Es war schwierig zum Fahren, schwierige Bedingungen. Aber ich bin vor dem zweiten kurz zurechtgekommen, bin gut reingekommen und habe dann einen Grip gekriegt. Seine Devise lautet: einfach in der Früh das Gefühl finden und dann schauen, wie die Tore gesteckt sind. Und einfach nicht zu viel nachdenken und fahren. Weltcup-reif zeigten sich nicht nur die Sieger, sondern auch die Piste. Eine richtige Rennstrecke bot sich allen Startern. Gefahren wurde nach dem neuen Modus Best of Two. So wurde aus den gefahrenen 2 Durchgängen der Beste gewertet. Ja, ich persönlich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich habe natürlich gesehen, dass der Abstand zu den Läufern, die natürlich nach wie vor regelmäßig trainieren, doch immer größer wird. Aber von nichts kommt nichts. Auch dieses Jahr wieder Stadtskimeister, wird es halt irgendwann einmal fahrt? Nein, das geht schon ein paar Mal. Und 2020 dann auch wieder am ersten Platz? Schauen wir mal, Ziel wäre es.